Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch meinen Hund vor. Das ist Hanna. Hanna? Ich sitze hier auf dem Stuhl, den Hanna auch bearbeitet hat. Ist ja noch ein Welpe. Ne, Hanni? Komm her. Wir zeigen dir mal, was du alles kannst. Komm her. Mach Sitz. Oh, ist aber fein. Ja, heute spreche ich über Japan. Japan verändert sich ja. Und ganz extrem merke ich das so jetzt in den letzten Jahren, nachdem Covid vorbei ist. Ja, und da fällt mir so als allererstes ein, die Mönche. Ne? Wir haben ja heute Schaudersamstag. Und, ne, Hanna? Wir haben ja heute Schaudersamstag und da sprechen wir über die Kriminalität hier in Japan. In Harajuku und Shinjuku habe ich die gesehen. Und zwar sind das diese Mönche hier. Und die gab es früher nie. Ich meine, ich habe sie in Harajuku gesehen, also kurz vorm Yoyogi-Park. Da steht immer einer auf der Brücke. Auch schon vor vielleicht 8, 9 Jahren. Aber davor habe ich das nie gesehen. Und oh, Dackelchen. das sind meistens keine richtigen Mönche. Und auch im Uino-Schrein ist was passiert. Und zwar hat ein Mönch irgendein Mitbringsel super teuer verkauft. Und der Schrein hat dann auf seiner Webseite davor gewarnt. Also man soll auf gar keinen Fall irgendein Mönch irgendwas abkaufen. Und das sind so auch so ein bisschen die Tourist Traps neuerdings hier in Japan. Es gibt auch noch andere, das ist zum Beispiel Kabukicho, das hatte ich ja schon in einem von meinen Videos erwähnt, dass Kabukicho auch nicht so ganz ungefährlich ist. Oft wird man für billige Getränke irgendwo hin gelockt und dann gibt es irgendwas mit Alkohol oder ein spezielles Getränk und da muss man unheimlich viel Geld für zahlen. Also es sind alles diese Schlepper, die da rumstehen. Also auf gar keinen Fall mit denen mitgehen. Oder Frauen, die sagen, ach, du bist ja so süß. Und wollen wir nicht eins trinken gehen oder wollen wir nicht Abendessen gehen oder so. Und meistens sind die von der Gaststätte angeheuert worden. Und die animieren einen dazu, was zu kaufen. Also gerade in der Shinjuku-Area, Kabukicho, da muss man aufpassen. Ja, und mehr habe ich eigentlich für heute gar nicht. Ich habe hier Hanna, die ich euch vorstellen wollte, und diesen Mönch und Kabukicho Games, ne? Und das war's schon. Und Hanna, was hast du dazu sagen? Kannst du laut sagen? Komm her. Sag mal laut. Laut. Nee. Ja. Laut. Laut. Gib laut. Gut. Okay, und das war's schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich sehe euch am Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.